Ich bin Neoblade, das ist Tribute to Bonshoa für Zerg. Und wir versuchen heute wieder Timings und Benchmarks einzuhalten. Immer dran erinnern. Oh Gott, Dia-Gegner. Ah, vielleicht wie ich mit einer anderen Rasse. Wir versuchen die BO wieder ein bisschen schwieriger zu machen. Zwerglinge zu bauen. Dritter Hatch. Und Overlord Speed. Alles nachdem Roach Speed fertig ist. Aber wir versuchen auch unter 800 Mineralien zu bleiben. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wahrscheinlich werde ich die eine oder andere Queen zusätzlich bauen, weil mein Larvenmanagement schlecht ist. Aber mal schauen, was der Terraner so tut. Gegen den 16 Marine Drop ist, also wenn der gut ausgeführt ist und bei mir bei 5 Minuten, da ist 5 Minuten 15, sollten wir die ersten Roaches draußen haben, aber ich glaube schon, dass er trotzdem dann ordentlich Damage macht. Kommt er erst bei 5,30, 5,45, ist es was anderes. So, Terran, wie sieht es denn bei dir aus? Wirst du irgendwann fertig mit Laden? Oder werde sogar ich nicht fertig mit Laden? What to do, what to do. Jetzt geht's weiter. Also wenn das im Spiel auch so laggy ist, gehe ich raus. Das ist ja unerträglich. Vielleicht kriegen wir auch wieder ein One-Base All-In ab, wie das so oft so ist. Schon wieder gescrollt. Ich krieg die Krätze. Dass ich da immer hinscrolle. Also es ist nicht das Schlimmste der Welt, aber es ist halt einfach falsch. Und warum sollte ich es falsch machen, wenn ich es auch richtig machen kann? Bisschen Berker-Stack. Wir machen wieder Overlord. So, dass wir hier Bunker sehen und so ein Zeug. BO schon wieder nicht richtig gemacht. Also Hatch 1 Supply zu spät gebaut. Pool kommt einigermaßen pünktlich. Schon mal drei Drohnen nehmen. Auf eine Taste tun. Ich gleich nur noch Gas nehmen muss. Und zwar genau jetzt. Jones Scout schon wieder vergessen. Das holen wir gerade mal nach. Können wir mal gucken, ob die Rampe. Andererseits, wenn er jetzt Proxy Barracks gespielt hat, sind wir auch so tot. So, Tastenkombinationen funktionieren. Queen. Queen. Ein paar Linge. Watchtower. Eine Expansion bei 2,19, okay. Das ist wohl eine Expansion, okay. Drohne ist eh tot. Gut, dann lasse ich die Linge zu Hause. Tue hier mal einen Spinecrawler hin. So, leer bauen. We require
vom Reaper nicht verwirren lassen. Ein paar Overlords für Scouting hinstellen. Drohnen, 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 Drohnen. Und Watchtower einnehmen. Ich glaube, ich habe wieder zu viele Overlords gebaut. Ja, viel zu viele. Das ist wirklich ganz schlecht. Und wir bauen jetzt ein Gas. Und wir bauen sofort Roach Speed. So, was sehen wir da vorne? Da sehen wir Bio, okay. Wir sehen einen Hellion. Wir tun also den Spinecrawler mal nach vorne. Ich glaube, dann kommt irgendwann, also wann das Gas gebaut wird, ist mir immer noch unklar. So, Roaches bauen. Und wenn er jetzt will. Ach Mensch, das ist doch echt doof. Was hat er denn nur für eine Leitung? Wäre ich mal rausgegangen direkt. Beim nächsten Mal, wenn jemand so lange braucht zum Laden, gehe ich sofort raus. Das ist echt bitter, weil jetzt geht's gleich irgendwann weiter. Genau. So, ich baue jetzt eine Creep Queen. Schau mal. Und wir bauen Overlord Speed. Zwei Overlords, weil wir zwei Basen haben. Jetzt geht das schon wieder los. Ich breche zusammen. Tut mir leid. Ja, gucken wir unseren SQ nach. Ist jetzt. Ne, brauchen wir nicht, weil. Gucken wir hier nur gerade Performance. Ja. Das war okay, das war auch okay. Aber Rest. Ja. Schade, schade. Bei Lex rausgehen. Das waren jetzt. Es waren nicht verschwendete 5 Minuten. Ich guck mal nach. Kann man hier sehen, wann ich den Roach Speed gebaut habe? Oh, cool. Der soll bei 358 gebaut werden. Ich habe bei 359 gebaut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Gut, dann verlassen wir jetzt auch mal zwei Spiele. Beziehungsweise mache ich, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind, natürlich. Und damit sind wir Gold 3. Also wie gesagt, Starterbild 4 und 5 werdet ihr problemlos bis Gold und so weiter spielen können. So. ZVZ. Bin mal gespannt, wann wir einen 12-Pool abkriegen. Den sollte man aber eigentlich mit dem Worker-Scout sehr, sehr gut scouten können. We require more minerals. We require
Machen den mal hier hin. So, hier unten eine Kameraposition hin. Eine Lieblings-Space-Kameraposition hin und mit einer Drohne nach unten fahren. Mitte der Karte das hinstellen. Hedge kommt zu spät. 30 Mineralien zu viel. Time Mission und Benchmarks nicht eingehalten. So, und jetzt auf den Pool warten. Also auf das Geld für den Pool. Eigentlich muss der Pool an diese Stelle, habe ich aber verpennt. Und Drone Scout kommt zu spät. Six Pool tötet uns jetzt schon. Wir gucken also nur nach, hat er eine Echse gebaut? Six Pool gibt nicht mehr 12 Pool. So, einen Overlord bauen. Link Speed, zwei Queens. Okay, da ist keine Echse. Ja, das bedeutet, wir dürfen jetzt direkt. Da sind sie auch schon. Noch tun sie uns nichts. Ich lege jetzt hier einen Kryptomor hin, weil wir sofort eine Wall bauen. Ich check nochmal die Echse ab. Vielleicht hat er die Goldbase direkt genommen, das kann natürlich sein. Checken wir mal ab. Nehmen wir die Watchtower ein. Ich viel zu viele Overmins. Ah, jetzt habe ich schon wieder Overlords gebaut anstatt Drohne. Ah, ah. Metamorphosis complete. So. We require more minerals. Okay. We require more minerals. Okay. Bin auf Hold Position. Injects, also das Spiel ist jetzt schon katastrophal schlecht. Wir brauchen sage und schreibe eine Makro-Hedge, weil wir so schlecht spielen. Aber es könnte reichen. Neue Queen bauen. Ich guck mal nach, was er so hat. Und jetzt Drohnen, 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 Drohnen. So, hier kommt die Queen auch jetzt. Direkt injecten. Zur Creep Queen machen und
Okay, da war jetzt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wie viele Drohnen haben wir? Wir haben genug Drohnen. Ah, drei bauen wir nochmal. Injecten, injecten, injecten. Wir kriegen viel zu viel Geld. Und können jetzt die dritte Basis bauen und gleich auch Overlord Speed. So, wieder Länge bauen. So, ich guck jetzt mal ein bisschen. Kann sein, dass das eine Scheißidee ist. Ja, ist eine Scheißidee. So. Du sollst hier unten injecten und dann hier mal den Overlord zerstören. Aber ich glaube, jetzt gehen wir angreifen. Wir sollten die bessere Economy haben. So, wir splitten ein paar ab, um in der Ecoline Spaß zu haben. Injecten, injecten, injecten. Die Roaches sollten wir natürlich mitnehmen. Wir bauen 8 Drohnen für da hinten, beziehungsweise ein paar mehr. Hier eine Drohne wieder hier hin. Und da ist das GG. Haben wir noch sehr schlecht reagiert. Wir müssen nämlich gegen den One-Base-All-In können wir ruhig drei Spinecrawler bauen. Ist ja in Ordnung, dass wir eine Wall haben, aber die Spinecrawler wären halt auch wichtig. So, gucken wir hier nach, was wir als SQ haben. Replace, da ist Odyssey. Ich nur noch um Stunden handeln. Select is ready. Ba, 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 ba. Und oh, da bin ich begeistert. Das ist doch schon mal super. Besser als letztes Mal. Gut, wie dem auch sei. Timings und Benchmarks können wir nochmal. Nee. Ist bei ZVZ schwierig nachzuvollziehen, weil wir halt früh angegriffen worden sind. Da ist es schwierig, Timings und Benchmarks einzuhalten. Aber einfach werdet einfach früh angegriffen und denkt euch immer, ihr geht dann zur BO zurück, wenn die Aggression vorbei ist. Aber wir mussten ja sehr, sehr, sehr viele Linge bauen. Das heißt also. Roachwarren. Ja, nee, wenn der bei 3,32 der Roachwarren gebaut wird, kann ich bei 3,58 der Roach Speed kommen. Das ist nicht möglich. Gut, das war's für dieses Video. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.